Herzlich willkommen! Bei Pilzmännchen ist immer Pilzsaison. Züchten Sie leckere Bio-Kräuterseitlinge einfach selbst. Ich zeige Ihnen hier die Aktivierung und Pflege unserer Bio-Kräuterseitling-Pilzzuchtkultur. Sie erhalten eine professionell vorgezogene Pilzzuchtkultur mit umfangreicher Pilzzuchtanleitung. Zur Aktivierung benötigen Sie zusätzlich noch ein scharfes Messer oder eine Schere. Schneiden Sie die Mikrofiltertüte etwa 5 bis 10 cm ein. Die erhöhte Belüftung löst nun das Pilzwachstum auf der Pilzzuchtkultur aus. Stellen Sie diese nun an einem Ort mit einer Umgebungstemperatur zwischen 10 und 20 Grad Celsius und einer möglichst hohen Luftfeuchte auf. Um eine ausreichend hohe Luftfeuchte zu garantieren, gibt es die Kräuterseitling-Pilzzuchtkultur auch im Set mit unserem Pilzzuchtbecken. Wenn Sie ein Pilzzuchtbeck erworben haben, stellen Sie die Pilzzuchtkultur mittig auf die beiliegende Verdunstermatte in den Pilzzuchtbeck und geben Sie frisches, kaltes Leitungswasser auf die Verdunstermatte, bis diese vollständig vollgesaugt ist. Nach ein bis zwei Wochen zeigen sich erste kleine Pilzansätze. Nun wird der obere Teil der Folientüte rundherum bis zum Ballen heran entfernt, damit sich die Pilze ungehindert entwickeln können. Bessern Sie die Pilzzuchtkultur während der kompletten Lebensdauer regelmäßig mit frischem, kaltem Leitungswasser, damit Pilze und Pilzsubstrat nicht austrocknen. Aus den kleinen Pilzansätzen entwickeln sich nun ausgewachsene Kräuterseitlinge. Geerntet kann werden, sobald diese nicht mehr sichtlich weiterwachsen und sich der Hutrand der Pilze weitestgehend entfaltet hat. Schneiden Sie erst alle Pilze bis zu den Stielansätzen von der Pilzzuchtkultur ab. Ernten Sie immer alle Pilze auf einmal, da verbleibende nicht mehr weiterwachsen. Entfernen Sie anschließend alle Pilzansätze vollständig. Tauchen Sie die Pilzzuchtkultur anschließend in einem Eimer für 10 bis 20 Stunden völlig unter Wasser. Um diese vollständig unter Wasser zu halten, stellen Sie einfach einen zweiten Eimer oben auf und füllen Sie diesen als Gegengewicht auch mit Wasser. Nun muss sich die Pilzzuchtkultur bis zur nächsten Erntewelle für ein bis zwei Wochen erholen, bis sich erneut kleine Pilze zeigen. Falls sich diese unter der Folie bilden, schneiden Sie die Folie an diesen Stellen vorsichtig ein. Je nach Pflege bzw. wenn alle Nährstoffe in der Pilzzuchtkultur aufgebraucht sind, dient diese nach Entfernen der Folie noch als wertvoller Dünger auf dem Kompost. Oft bilden sich dann in freier Natur noch weitere Pilze an der Pilzzuchtkultur.